Am Sonntag stürzte ein Hubschrauber mit 6 Personen in den New Yorker East River. Mindestens 2 Passagiere kamen dabei ums Leben. Eric Phillips, Sprecher des New Yorker Bürgermeisters de Blasio, erklärte den Vorfall wie folgt. 6 Personen waren an Bord, der Pilot konnte sich selbst befreien, die übrigen 5 leider nicht. Sie wurden von der Polizei und Tauchern der Feuerwehr befreit. 3 befinden sich in kritischem Zustand, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut der staatlichen Flugbehörde sei der Hubschrauber gegen 7 Uhr abends abgestürzt und befände sich nun umgedreht im Wasser. Die Ursachen des Unglücks werden nun weiter untersucht.